Zuschauerinnen und Zuschauer, wir begrüßen Sie recht herzlich zum Sprüchli-Abend 2015, aufgezeichnet im Hotel Möhren, Zwillisal. Verschiedene Gruppen haben quasi Teppich gelüpft und das darunter vorgeholt, was die einen oder anderen still und heimlich darunter gewischt haben. Der Staub hat tüchtig gewirbelt, die Gruppen haben fleissig gedichtet und zwirbelt. Lassen Sie sich überraschen, was da alles wieder der Weg ans Tageslicht gefunden hat. Achtung, es geht gerade los. Vorab aber noch ein herzliches Dankeschön an folgende Firmen, die mit ihrem Engagement ersten Bericht ermöglicht haben. Du musst halt einfach noch ein bisschen warten, bis das Röhren noch ist. Schon am 30. Juli, am Freitag, hat sie einen grossen Namen geschrieben. Frau Schwägler,
Wir könnten den ersten Augsten wecken, die ihr bestellen. Weil sie am ersten Augsten nicht offen, oder? Und dann kann man es auch bestellen. Und so, auf der gleichen Tafel, habe ich dann noch gesehen, etwas anderes, was sie schon lange wollen, an die Leute bringen. Und zwar hat sie ja das sogenannte WM-Brot immer noch in der Aktion gehabt. Und zwar mit Panini-Bildern. Und die haben jetzt gleich, wo ich auch bin. Ich hätte jetzt da noch ein paar, wenn jemand noch hat. Und dann gab es noch Holländer-Führungen. Ich weiß nicht, was interessiert. Vielleicht hättest du auch gerne einen gehabt. So irgendwie so einen hier, einen schwarzen. Hey, Entschuldigung, ich sage dir nicht mehr. Einen sogenannten Naturschmutz. Also, ich sehe die Brotidee von der Frau Schägler unerreicht. Bis jetzt noch nie hat es etwas gegeben. Wirklich Brot für jedes. Jeder Willisauer ist gleich, was er postet, was er anstellt oder was er liefert. So zum Beispiel ein sogenannter Herr Büchli. Ja, ich weiss nicht, ob es der Älter oder der Jünger ist. Auf jeden Fall ist der Grösser. Mit dem Velo im Jura gesehen. Wunderbare Velofahrt. Ein paar Kollegen hinten noch. Er natürlich immer voraus und sowieso der Schnellste. Richtung Neuenburg gefahren. Er so schnell, als er musste auf die Autobahn. Immer ein Tunnel innen. Die Polizei hinten dran, Ende Tunnel wäre rechts, oder über den Hagi und ab. Es ist nichts passiert. Aber als er in Zukunft nicht so hochhausige Manöver muss machen, haben wir für ihn jetzt auch hier den Bäcker in Schwägler ein Spezialbrot gemacht. Das Brot, das beinhaltet nämlich etwas, was er in Zukunft gäblich brauchen könnte. Das Brot drin ist eine Sonderanfertigung für alle Velofahrer, nämlich eine Autobahnlinie für Velo. Wissen Sie denn, wer der grösste Bauer ist im Luzerner Hinterland? Was ich meine? Wir können auch anders fragen, das ist es ganz klar. Wer das am meisten tut, mehr? Also nicht nur Kühe. Ich kann es sagen. Auch für den UB haben wir ein Brot gemacht, ein sogenanntes UB-Brot. Das UB-Brot, das ist so konzipiert, weil er, ja, wenn er mehr will, von jetzt an ein bisschen weiter hat, oder etwa zeitweise manchmal wieder, ja, wenn wir zu viele Socken Kisten mehr haben, muss er das Kleinsinn etwa mal verweilen. Und das ist auch sehr weit, und am Morgen, wenn er muss mehr, ich meine mit so vielen Kühen, wenn er muss mehr, ich meine, muss er natürlich bei Zeiten auf und die zu Gefängnis werden, die natürlich, die mögen alle nicht so vom Zeug aus, und dann haben wir für ihn extra ein Brot gebacken, ein Spezialbrot, wo wir für ihn gemacht haben, da kann man auftun und drinnen ist nämlich ein Fiel, also ein Gefängnisstab oder nicht mehr. Wie schon das, bei dem, wenn man an ein Konzert geht, zum Beispiel so in der Festhalle hinten, wenn es eine Tombola hat, so wie es zum Beispiel bei der Feldmusik auch hat, oder? Hat man ja das hohe Glück bei der Feldmusik, dass man Tombola-Preise schon in der Pause kann holen kann. Ja, das muss so sein, die Frau Schwäger gesagt. Sonst haben wir unser Brot vergeben backen. Unser Brot, das nämlich extra für ein zweites Töffelkonzert von der Feldmusik gemacht ist, da drin hat es nämlich Gehörschutzpfröpfen. Ja, jetzt kommt noch das Problem. Da wäre ja, funktioniert das mit? Hat es jemand abgestellt schon? Ist ein Gemeinderat da? Oh nein, Stadtrat, auch nicht. Niemand da, der Blinz ist auch nicht rum. Da muss ich nicht Angst haben, dass es abgestellt. Das ist nämlich ein Problem, oder? Gewisse Leute nehmen sich die Freiheit aus, freier zu sein als der Freiheit. Ich meine, einfach frei zu sein, oder? An einer Gemeindeversammlung. Und dann gibt es doch so Leute, die sind so frei und tun im Frei. Freiheit nehmen. Das haben alle über das Mikrofon ist abgestellt. Ich meine, wir hätten ja die Lösung mit dem Schwägerbeck.
Er soll sich bei uns melden. Wir haben nämlich für solche Fälle ein Freiheitsbrot gemacht. Wo wir drinnen einpacken, ganz speziell eine Fernbedienung haben für Mikrofonanlagen, dann kann er sie wieder anlassen. Dann kommen jetzt noch den kleineren Büchli. Der geht immer etwas Ausland einkaufen. Geschäftlich, privat, ich weiss es nicht. Geht mich nichts an. Geht uns nichts an. Frau Schweiger gesagt, Brot wird er wohl nicht draussen holen. Aber wegen dem Euro-Kurs, ich meine, der ist schon nicht rausgegangen, wo der Euro noch viel, viel höher war. Inzwischen der Euro so zusammengekehrt, ich nehme an, der Büchli, der ist die ganze Zeit im Ausland. Nur eben, hat er eigentlich mal das Gefühl gehabt, wenn doch dem so Zeug so günstig ist. So 100 Kilometer oben der Grenze hat das Gefühl gehabt, wir könnten noch tanken, noch schnell auffüllen. Hat jemand noch für 20, 30 Euro denke ich, eine Most eingelassen. Und in dem Einfrieren, weil das so günstig war, das Gefühl gehabt, wir könnten es noch günstiger haben. Und ist abgefahren, ohne zu zahlen. Kurz vor der Schweizer Grenze war eine Patrouille von der Polizei und hat ihn rausgenommen. Und hat gesagt, Herr Büchli, könnt ihr bitte noch den Most zahlen? Könnt ihr es dort oben machen? Oder könnt ihr es uns geben, dann kostet es ein bisschen mehr. Das ist so ein Fall. Wenn wir aber lieber gässlich wären, hätten auch wir ein Brot mit einer Erfindung drin. An der Erfindermesse schon vorgestellt worden, unser ganz spezielle Tankdeckel. Der sich nur lässt öffnen, wenn man den Code von der Kreditkarte liegt. Willisau braucht schon lange eine Lösung wie andere Städte für ihr Rotlicht. Ja, ich meine nicht Pampel, ich meine den Bezirk, das Milieu. Frau Schweiger hat schon Vorsorge, aber im dritten, vierten Stock haben wir das schon lange eingerichtet. Aber weil ich es einfach nicht schlüssig wurde. Am Anfang hat man gemeint, in den Sentius, wo man dort nicht kaufen kann, aber nicht jetzt eine sogenannte Verrichtungsbox in einem Teil. Es ist nicht etwas aufgebaut worden. Es ist jetzt aber anders gekommen. Im Führermagazin hinter uns haben wir jetzt auch so einen Container. Ich weiß nicht, ob die jetzt vielleicht das abnehmen, aber nein, ich weiß, dass es nicht kann sein kann. Weil ich so. Hat sich schon lange, lange anders entschieden. Sie haben gesagt, wir bleiben beim Strich auf der Strasse. Also, eben, ich meine, die quer über die Strasse gehen. So hat man natürlich die Möglichkeit gegeben, dass die sich hier präsentieren, wenn sie noch Städte abgehen, am meisten noch mit dem Velo, dass sie sich auch präsentieren können, dass sie zur Geltung kommen. Und man hat bei diesem Strich ganz leichte Wellen eingebaut. Und wenn man jetzt nicht durch Städte abfährt mit dem Velo, oder? Dann hat er manchmal das beste Körperteil von selber noch frei. Ja, da heisst es ja freier, oder? Um das zu verhindern, kann man zuerst beim Schlägerbeck unter auch ein Brot holen. Das sogenannte Anti-Rutsch-Schnoppenbrot. Ein ganz spezielles Brot. Das kann man sich so auf die Brust montieren. Und durch diese Anti-Rutsch-Schnoppen rutscht der BH nicht mehr beim Melofahren. Dann kommen wir da noch zu einem Brot. Und ich vielleicht zuerst ein bisschen ausholen. Habt ihr gewusst, dass im Kanton Luzern 17% von der Asylanten aus dem Ausland... Oder warte jetzt. Irgendetwas stimmt doch nicht. Ich muss etwas mit Prozent und irgendetwas mit Ausländern muss es zu tun haben. Auf alle Fälle haben wir das Brot auf das aber Geisberger Brot getauft. Das Brot. Und er kann in Zukunft kaufen von einer Gemeindeversammlung, wo er aufmachen kann und eingearbeitet, ganz speziell für ihn, einen Taschenrechner und drauf hat sogar eine Prozenttaste.
So, jetzt muss ich aber weiter, es pressiert, weil es sollte noch überall Brot liefern. Ich weiß nicht, ob ihr schon herausgefunden habt, was etwa noch wo durchkommt. Auf jeden Fall, jetzt müssen wir ja zu viele Sachen pressieren, jetzt sollten wir endlich ein Städtli weiterbauen, oder? Ich meine, ein Städtli ist schön, aber unter einem Städtli hätten wir ja können vernehmen. Da müssen mindestens drei Häuser weg. Frau Schwäger hat gesagt, von ihr könnte man vorher aus auch vier wegsprengen. Sie hat das auch hochfetzig gesagt. Eigentlich mit einer teuren Lösung da. Nein, nein. Sie hat also eine perfekte Lösung. Wir haben extra ein Sprengbrot entwickelt. Wir haben also das Brot hier, das ich schlagen kann, mit Dynamit. Du kannst das nachher so hier anzünden. Aber wir wollen den Möhren noch ein bisschen behalten. Darum können wir da schon sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ihr gerne wissen, wie das wirkt. Darum haben wir hier noch eine Miniaturausgabe von Sprengbrot gemacht. Ich gesagt, Achtung, dann kann man das Sprengbrot einfach so hier anzünden. Danke vielmals. Ich bin schon der